Hallo allerseits, Happy Bomb hier und willkommen zu Part 26 vom Hyper Dimension Neptunia Mark II Let's Play. Im vorigen Part haben wir Steve W. Trick besiegt und in die ewige Verdammnis verbannt. So muss das. Endlich. Und ja. Jetzt ist nur noch die gute Steve W. Magic übrig. Ja, und so wie es aussieht, werden wir, glaube ich, hier sich ja auch schon bekämpfen können. Also, hier wäre schon die erste Abzweigung. Weil nach dem zweiten Kampf gegen Steve W. Magic würde dann ja das Conquest Ending kommen, also. Ja. Wir sind so nah dran. So nah. Mal schauen. Auf geht's. Alles klar. Erstmal. Kaum sind wir hier. Schon geht's ab wie in Battlefield. Läuft. Und daher meine Nase läuft. Man kennt es. Magic. Magic. Oh, you seem impatient. I am too. You're late. Keine Sorge, jetzt sind wir hier. Act all hoity-toity while you can, lady. You're gonna give us Planetune back. We'll take your life as well. You speak of things you cannot possibly act upon. 3 years ago, none of you were able to touch me. Ja, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt haben die mich an meiner Seite. Dich werde ich auf jeden Fall touchen können. Genau. Mhm. Things aren't quite the same now as they were during our last battle. Right. Now you've got us to deal with. Don't forget about us. Couldn't help back then, but now. This time, I will use my full med school knowledge to support my friends, the goddesses. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch der PS3 ein bisschen helfen, weil die ist immer noch ein bisschen am struggeln. Ja. My songs will give them strength. Ja, komm, ist zwar keine Elektrikerin, aber. Ja, vielleicht kann sie ja auch Ding. Vielleicht kann sie ja die PS3 quasi heilen. Mhm. Boah, das sind die morgendlichen Brightheart-Gedanken. Ja, die gibt's auch noch. Resorting to quantity over quality. The surest sign of a sinking ship. We're just learning from the past. If we failed on our own, sometimes a group effort will change the outcome. Ja, genau. Alle auf Steve W. Magic. So muss das. We're an all-star heroine dream team. There's no way we'll lose. Does Gust have to be a heroine? Have you said your prayers, little girls? It's time to put you to bed for good. Die and become sacrifices to R4. Screw that business. We aren't tired. Today, we will defeat you. Das ist das Stichwort. Neptune Break. Oh, die Attacke habe ich damals so geliebt im ersten Neptunia-Teil, weil es flächendeckend war. Konnte man ganz gut, ja, die ganze Gegnerreihe eliminieren. Aber ja. Da hätten wir schon. Naja, fast. Don't underestimate me because I'm just a candidate.
If you dare to rebel, I'll spare no mercy. Es geht. Es geht. Es geht nicht. Foolishness. Okay, was braucht ein Neptune Break? Mhm. 150 SP, ist einer dieser Angriffe. Ja, da würde ich sagen, tendieren wir erstmal dazu. Mist, ich hab den Ex-Finisher verpasst. peinlich. Aber ja, ist mal da. Is that it? Target me do this. Okay, ready. Ja, das ziehen wir jetzt nicht allzu schlecht ab. Get useless. Radical Saber. Not bad. I'm so excited. Mist! Ich kann nicht heilen. Dann. Ach, ja, Bull. Und ein bisschen. Let me handle this. Haben wir noch nicht genug? Target locked! Trivial. Jetzt machen wir es besser. Mirage Dance? Mirage Dance. Was machen wir? Machen wir Heilkapsel. Ich würde sagen, noch eins. Und jetzt schön verteilen. If you dare to rebel, I'll spare no mercy. Wir haben es überlebt. Foolishness. What a waste. Wir hätten es überlebt. Okay. Ja. How about this? I still feel dizzy. Ich würde sagen, Charlie Horse, ja. Und hier, ich würde tatsächlich echt zum Neptune Break tendieren, weil. Ah ja, wäre glaube ich nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir schon mal genug für HDD. Perfekt. HDD mit Neptune Break, ui. Sollten wir machen. Oh ja, die Attacke werden wir ein bisschen voll spammen. Oh ja. Weil ihr seht es selbst. Läuft, bringt jede Menge. Bringt jede Menge SP. Überlebe Snapgear, überlebe es. Ist schon wieder. Ah. Ui. Not bad. Not bad. Not bad. Wir hätten jetzt genug für Neptune Break, aber ich bezweifle mal, dass es noch erreichen wird. Wir sind in der Stelle wieder. Not bad. My turn, isn't it? Panzerblade? Panzerblade. I wish there was another way, but my fate won't allow it. What? Is that it? Alright. ich würde lieber noch warten. Is that it? Yeah. Is that it?
Ah, es fehlt nicht. Es fehlt echt nicht mehr so viel. Uiuiui. Nee, ich glaube, es wird in dem Fall nicht allzu viel bringen. Mach es lieber so. Sie wird wahrscheinlich wieder, ja, krepieren, aber das muss. Okay, sollen wir sicherheitshalber... Ich glaube, wir sollten. Wird schon schief gehen. If you dare to what a waste. So geht's eigentlich, so geht's wirklich. Perfekt. Meine können wir den nicht dann beim nächsten Mal so richtig einheizen. Okay. Überlebe es, mein Mädel. Überlebe es. No. Das letzte mit X, das war wohl nichts. Ja. Weißt du was? Stand by. Dann machen wir nämlich einmal das da. So. Noch ein bisschen arbeiten. Not bad. What comes next? Und jetzt? Now you don't. Or whatever. Witness the power of a CPU. Auf geht's. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Naja, zumindest für uns. Für CW Magic wahrscheinlich eher nicht. Oh, jetzt kommt's. Neptune Break. I'll finish this. Oha. Oha. Oh, nice. Das ist echt wie beim ersten Neptunia-Teil. Hohohoho. No way. Hohoho. Did you witness the power of Planet Toon's CPU? Oh, nicht schlecht, mein Mädel. Nicht schlecht. Not bad. Boah, die haben mir ja gerade so richtig hart gegeben. 130k Damage. Boah. Ja. Und sie hatte ja noch fast die Hälfte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das waren alle 4 CFWs. Critical Edge. Oh, geil. We won? We beat her? Ja. That's what it looks like. Holy crap-a-roni, we're awesome. This is what R4 wants. If that's the case. Ich glaube nicht, dass sie das wollen würde. Also. Na, wobei. Wer weiß. Also, ich würde es auf jeden Fall nicht wollen. The skirmishes are dying down. Your ambitions are about to meet their end. We've stopped the crime syndicate! We've stopped their silly revival! Mhm. Why are you celebrating? The deity of Sin's revival is in progress. And my body's demise is the catalyst to complete our goal. Also auf gut Deutsch. Wir haben ihr so ein kleines bisschen in die Karten gespielt. Könnte man meinen. You just sound like a sore loser. Want some cheese with that wine? The four felons' only reason for existing
We are but vessels containing fragments of the deity of sin, who is without her own form. Mhm. Our demise removes our body, but not our souls. We will just return to our mother's womb. How does that relate to R4's revival? Ich frage Sirius. Sie tragen Teile von R4 in sich. Und wenn die dann alle zum Ursprungsort zurückkehren, ja, dann kannst du raten, was passiert. Dann können wir, sagen wir zwar Tschüss zu CFW, Brave, Magic, Judge und Trick, aber sagen dann dementsprechend Hallo zu einem viel größeren Übel. CFW R4. Ja. The four felons are a vessel? That would mean we've... Correct. Our souls are returning to the deity of sin. Though imperfect, she should have the power to revive. So you're trying to say we've been helping the side of evil all along? Yeah. If we let them live, the revival would be perfect rather than imperfect. Linear plot structure. It would have been my honor to serve R4 in this body. But now, this is... Oh no. Ja, das war Magic. Sie ist ja die Personifikation von Fangirls. Oh, wir hätten sie kommentieren müssen. Echt. Ich hätte sie bestimmt Ding zu meinem Fangirl machen können. Mhm. Aber auch so und auch so. Sie hätte auch mit uns, beziehungsweise eher gesagt, mit mir, auch ihren Höhepunkt erreichen können. Ah, so viel verschwendetes Potenzial. Genau, auf jeden Fall. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt, heikle Situation, was wir jetzt hier haben. Ja. She's gone. If she was speaking the truth, then... Ja. Oh ja. Da war selbst eine Verzerrung beim Mikrofon. Okay. Neptgear and friends repelled the four felons' assaults. Kapitel 6. Only the deity of sin remains, who has awakened from her long slumber. With the fate of game industry hanging in the balance, the goddesses prepare for their final showdown. Next time, Hyperdimension Neptunia Mark II, Chapter 6, Evil's Fading Silhouette. Ja, das letzte Kapitel schon für die ersten 6 Endings. Weil wie gesagt, das Conquest Ending, das ist, das ersetzt ja quasi komplett das 6. bis 8. Kapitel und ja, das True-Ending geht ja mit dem 7. und 8. Kapitel ja noch weiter, also ja, in diesem Kapitel werden wir jetzt alle 6 Endings sehen, die in diesem Kapitel machbar sind, ja. Evil's fading silhouette. Sprachausgabe? Nein. Nein. Leider nicht.
Ah, das ist eine Anspielung. Ich überlege gerade, welches Spiel diese Anti-Drogen-Politik hatte. Boah, war es ein Spiel von Sega? Streets of Rage? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich weiß auf jeden Fall, es gab ein Spiel, was halt, ja, gesagt hat, Winners don't use drugs. Aber ich bin mir gerade legitim nicht sicher, welches Spiel das nochmal war. Vielleicht wisst ihr es ja. Ja, mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Wahrscheinlich wird wie immer niemand schreiben. Man kennt es, aber ja, umso größer ist die Freude, wenn da tatsächlich jemand ja einen Kommentar abgibt. Naja, steckt ein Name drin. They have a sick twisted mind. Ja, das stimmt. Ja, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir vorher aufleveln könnten. Wann wir dazu kommen werden, ich wollte sie eigentlich im Stream machen, aber das LAN ist noch immer nicht angerichtet, beziehungsweise verkabelt. Ah! Deswegen, ich würde halt echt gern den Stream machen. Mal schauen. Steckt eigentlich im Namen drin. Deity of Sin. Das ist schon ziemlich veraltet. Also ja, eigentlich müssten wir leichtes Spiel haben, weil sie veraltet ist. Genau. Game over! Ja. Ich bin nicht überlegen, soll ich vielleicht jetzt schon den Part beenden? Wenn jetzt schon das Final Boss Battle kommt und damit dann auch schon die Endings, müsste ich gerade mal kurz nachschauen. Moment. Ja, so wie es aussieht, nach diesem Dungeon würde schon der Final Boss Kampf kommen und damit auch die Endings. Okay, dann, wisst ihr was? Dann machen wir doch vorher noch die ganzen Chirper Events. Und so wie ich das gesehen habe, gibt es dort auch ein CG-Bild, also. Ja, nutze ich auf jeden Fall. Ah, hier.
Gezeichnet. Kriegt man da Flashbacks vom ersten Neptunia-Teil? Wieder sowas ähnliches wie damals noch im ersten Hyperdimension Neptunia. Welcher Part war es denn? Der erste? Der zweite? Wenn man sich mal an das eine CG-Bild zurückerinnert, mit den Bandagen, ja. Mhm. Daran kannst du dich noch erinnern. Auch wenn es so gesehen erst in der Superdimension passiert ist und nicht in der Hyperdimension. Muskles pumpen. Kannst mir auch eine Massage geben? Ihr wusstet, dass es kommen wird. Man konnte es voraussehen. Happy End wäre nicht schlecht. Weiter im Text. Ja, läuft. Aber ja, ich denke mal, wenn wir uns jetzt noch die ganzen Events anschauen, sollten wir eigentlich schon auf ungefähr 40 Minuten kommen, ne? Ja. Mal sehen, haben wir sonst noch was? Ne, sieht glaube ich nicht so aus. Okay. Irgendwas Neues im Shop, bevor es dann im nächsten Part wahrscheinlich dann zum Final Boss geht. Was für Juni. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Eine Waffe für... Rom? Rom. Ja, warum nicht? Ja, können wir auch machen. Haben wir hier etwas? Ah, leider nicht. Hier auch nicht. Aber was für Bibi? Ja, kann ich machen. Warum nicht? Okay, also was für Juni, für 5PB, für ROM und RAM und... Dann glaube ich alle, oder? Brainfalls mal wieder. Ah ja, also quasi ein Reskin, wenn man so sieht. Thank you.
dieses 3x3 Grid hier erinnert mich so ein kleines bisschen an das Launchpad. Falls man das Ding kennt. Was sagen eigentlich die Lily Rings? Jetzt, was mir gerade so einfällt. Oh crap. Nächste hat schon 5. Ah, verdammt. 2PB darf nicht und Gast dürfen nicht Level 5 erreichen, weil sonst bekommen wir dann das Human Ending und nicht das normale Ending. Das ist eine sehr heikle Situation. Sehr heikel. Eieiei. Das sollte ich vielleicht lieber sicherheitshalber abspeichern. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es nochmal über Lily Rank Increases gibt. Aber ja, so oder so. So, mal schauen. Oh, bei den ganzen Chirpay-Events gibt es auch Affections für die beiden. Oh, das könnte sehr knapp werden. Wir dürfen es halt echt, wie gesagt, nicht zu sehr überstürzen. Wobei ich dann vielleicht doch dann sicherheitshalber dann bei Gast und 5BB vielleicht auch lieber dann nicht die Events nehme. Mal schauen. Ich habe es einfach mal abgespeichert und ja, falls was ist, kann man da dementsprechend dann auch handeln. Gehen wir nochmal kurz hier raus, weil Neptune und Co. müssen auch hier noch was sagen. Weil er aber nicht so, wie es aussieht. Auch gut. Dann gehen wir erstmal nach Louis. Da hätten wir schon. Auch gezeichnet. Ah, okay. Meinte den 3DS? Zugeben, ich habe hier den 3DS XL, weil der kam, glaube ich, ein Jahr später als der normale 3DS. Aber ja, ich glaube, die meinen auf jeden Fall damit den 3DS. Ja. Weiter im Text. Und ja, da sind wir die auch mal zum ersten Mal gezeichnet. Süß. Aber nicht die Art von süß, die CFW Trick als süß empfindet. Das ist, nee. Mm-mm. Geht gar nicht. Zwei Schichten. Für die etwas erwachsenen Besitzer. Ich hab's gut. So als kleinen Tipp, von Erwachsenen zu Kind, genieß die Kindheit, solange du noch kannst. Das Erwachsenensein ist ein bisschen, suboptimal, würde ich sagen. Klar, hier und da gibt es schon sehr, ja, sehr gute Vorteile und Co., aber ja, die Nachteile sind auch dementsprechend auch sehr viel größer als bei der Kindheit noch damals. Da muss man sich um viel mehr Sachen Sorgen bereiten, man hat viel mehr Probleme und so weiter. Ja, also, es hat auch seine Schattenseiten, sagen wir es so. Da hätten wir noch etwas. Oh, wieder gezeichnet. Wahrscheinlich dich nicht lassen. Man kennt sie. Ich
bin verwirrt. Ist jetzt Nepki ein Mädchen oder eine Frau? Ja gut, im Vergleich zu Ram ist auf jeden Fall Nepki eine Frau. Weil wie gesagt, wegen der einen Szene da mit dem unterm Rock schauen, unter der Uniform schauen, Naja, zugegeben, dass... Na, wer ist denn das Ding? Moment. Ah ja, stimmt. Mündigkeitsalter heißt es. Ja. Das ist ja in Japan 13 Jahre. Läuft. Läuft. Also sind streng genommen, wenn man es so sieht. Ja, Juni und Nepki legal. Wer weiß, vielleicht sind die auch ja beide doch den körperlich über 18. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber bei den beiden können wir uns sicher sein, Kinder. Das ist jemand eifersüchtig. Ja, dann bleibt mehr für mich. Also seitens Netgear, nicht nein. Wir wollen ja keinen CW-Trick 2.0 hier haben, nee. Weiter im Text. Ja, nennt sich Ding Eifersucht. Oh, jetzt haben wir Rom. Okay, where she is. Okay. Und wieder 3D. Sind nicht Zwillinge? Und ich glaube, die sind ja, glaube ich, nicht auf traditionelle Weise geboren worden. Die wurden doch eigentlich in Anführungsstrichen, ja, erschaffen. Aus dem Nichts quasi. Müssen die dann nicht gleich alt sein? Oder wurde quasi zuerst Rom erschaffen und dann Ram? Ja, wahrscheinlich so. Story. Nani?
Nani? Das Event kommt doch erst im 6. Kapitel. Und die haben die doch schon im 5. Kapitel gerettet. What the hell? Die Platzierung von den Events ist ein bisschen, glaube ich, ja, falsch angesetzt. Kommt mir so rüber. Ja. Aber sheesh. So viel Affection, sehr abartig. Ich hoffe, die haben jetzt nicht, ja. 4 und 3. Jetzt schon. Krass. Oh, wieder gezeichnet. Doll, super doll. Ja, sie muss ihre Bücherstapel hier nachholen. Man kennt sie. Bücherwurm blau. Oh. Hätten wir sie auch hier. Ach ja, wenn sie schon anbietet. Okay, nee. Habe ich schon oft genug gesehen. Irgendwann wird sie auch alt, ne? Dieser Blick, Ja, wäre doch sonst der blanke Wahnsinn. Auch ein kleiner Running Gag ja, geworden. Aber da wird Blau hier jetzt so klein Zündere. Mina gezeichnet. Nice. Ja, probieren geht über studieren. Hat sie nicht ganz unrecht. Ah, hier haben wir wieder noch etwas. Wieder gezeichnet? Ah, schade.
Oh, ist das dieses Rebalance-Board? Ja, das ist das Balance-Board. Balance-Board. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir vielleicht auch dieses Ding hole. Wäre, glaube ich, ganz lustig, auch dazu auch ein paar Videos zu machen. Ja, zumindest für Steve W. Trick. Oh, 28, nicht schlecht. Ah ja, die Blau. Da hätten wir wieder ihr kleines Chihuahua-Syndrom. Werde ich zwar nicht verwenden, allein schon, weil es Trick ist. Nee, aber auch so, ihr wisst ja, ich bin hier so ein kleiner OEM-Fanatiker. Alles muss original sein. Mal sehen, haben wir sonst noch etwas? Da war nicht noch etwas mit Gast, nicht? Ich wollte ja noch nachschauen, was es noch für Armors gibt. Ah, nichts Neues, okay. Ja gut, hier, ansonsten glaube ich nichts. Nope, okay. Mal schauen, weil da muss es ja noch Gast geben. Bleiben wir sie. Gezeichnet? Nee, schade. Ah, da ist wohl jemand auf eBay unterwegs, so wie es aussieht. Ja, da bin ich wieder. Das Zimmer wurde wie immer gestürmt. Dass man hier aber auch nicht in Ruhe aufnehmen kann. Ah, Banausen! Aber ja, dann weiter im Text.
Oh, erwischt. Erwischt. Eieiei. Gast, Gast, Gast. Okay. Okay. Uff, riesen Uff. Naja, so ist das eigentlich im Real Life auch so ein kleines bisschen. Keine Ahnung, irgendwie. Ein Taschentuch von wem zum Beispiel? Von The Rock würde jetzt sich für viel mehr verkaufen als. Keine Ahnung, zum Beispiel ein Auto von. Mir fällt gerade liegt hier ein Beispiel eine, keine Ahnung, Elias Mbarek. ja, also, das ist schon. Wenn man sehr bekannt ist, dann sind natürlich die Preise sehr aufgebläht. Ja. Ich muss gerade legitime Dinge mir Beispiele raussuchen. Aber ja. Ich meine, klar, Elias Mbarek ist jetzt nicht so unbekannt, aber im Vergleich zu The Rock, ja, doch eigentlich schon. Aber ja, schon lustig. Wie die so ein bisschen hier die Real-Life-Situation parodieren. Oh. Riesen-Uf. Komm, gib doch denen wenigstens noch einen kleinen Anteil. Oh, hab ich schon den Rank noch. Hier, 5. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Mist. Mist. Okay, 5 Baby darf jetzt nicht auch nur 5 erreichen, weil ansonsten. Ja, kommt das Human Ending und das, das waren wir ja noch nicht. Uff. Okay, Moment, kurz die Events einmal anschauen. Okay, wir haben es jetzt, wie es aussieht, hier alle Events gemacht. Oh, Mann, oh Mann. Das ist jetzt. Das könnte jetzt sehr knapp werden, weil, wie gesagt, wenn alle hier Creators, also Compa, IF, Gast und Nisa und 5PB alle auf Lady Rank 5 sind, ja, kommt das Human Ending. Und das wollen wir ja erst später haben. Ich habe es ja erstmal ja so geplant, also normaler Ending, dann Human Ending und dann ja die Landmassen-Endings. Ich werde wahrscheinlich erstmal mit Planetoon anfangen, dann PlayStation, dann Louis und dann würde ich sagen, ja, machen wir die Box zum Schluss. Weil das Beste kommt ja zum Schluss, ne? Beziehungsweise das Größte. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, dann schauen wir doch mal, was auf PlayStation abgeht.
Ja, ich sehe schon, der Part wird wieder schon abartig lange. Man kennt es. Gezeichnet. Nice, nice. Wir hatten es wieder, aber wir haben es, glaube ich, jetzt schon oft genug gemacht, ne? Wir müssen ja jetzt nicht jedes Loch stopfen, ne? Ja, weil sie nicht zunderbar ist. Also bei mir sind schon gefühlt 20 Jahre. Sie sagt ja auch Frau. Also ja, im Zweifel des Angeklagten legal. Das ging schnell. Oh, süß. Oh. Ja, ich würde fast schon eher sagen für Software. Wieder gezeichnet. Weil ihr wisst ja, die Software, die muss ja dann auch supported werden, ne? Um eventuelle Bugs und Co. dann auch dementsprechend erbeben zu können, die sich dann im Laufe der Lebenszeit der Software dann herausstellen. Ja, sie will nicht fett werden. Sie will nicht mehr als 37 Kilo wiegen. Oder wie viel wiegt sie? Moment. Ach nee, sorry. Sie wiegt 39 Kilo. Was ein Unterschied. Ich wiege ja nur fast doppelt so viel wie sie. No biggie. Die PS5? Tue ich auch. Wobei ich natürlich noch mehr als genug Zeit habe, 400-500 Euro zusammenzukriegen. Wobei, wir müssen natürlich zu damals zurückdenken, 2011, 2012, da war, glaube ich, die PS Vita relativ frisch, ne? Ich glaube schon. Fühle ich.
Ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, wenn man es selber gekauft hat. Oh, noch mehr. Wie viel gab's da jetzt? Oh, und wieder gezeichnet. Das ist nice. Was ist denn heute los? Juni. Bah. Zundere. Dass ich aber auch nicht ehrlich sein kann, ne? Fühle ich. So traurig es auch klingt. Fühle ich. Ja, und was lernen wir daraus? Juni ist auch nicht das Ja, das 0815-Mädchen. Das stimmt, ja. Oder man holt sich einen ziemlich guten Gaming-Laptop. Ich brauche die Portabilität. Ich muss das Ding überall mit rumtragen können. Schön zu sehen, dass jetzt hier die Dere in der Tsundere bei Juni dominiert. Das ist doch schön zu sehen. Ho. Stark Vita. So, mal schauen, war das alles? Müsste, glaube ich, alles gewesen sein, ne? Mal schauen, wenn wir hier sind noch etwas. Oh ja. War das. Dieser Part wird auch schon wieder so abartig lang. Hm.
Meinte sie nicht vorhin, sie wäre in Ordnung? Das aerodynamische Wunder. Leider ist das Spiel nur USK 16, also es wird bei dieser einen Zeile belassen. Leider. Autsch. Uff, wie wird sie darauf reagieren? Oh. Naja, zumindest, ja, es ist der größte Teil. Ja, voilà, tschüss. Was war nochmal das deutsche Wort dafür? Einen Moment. Ja, sagen wir einfach mal verlockend. Also, die haben verlockende Körper. Zumindest der größte Teil. Ja, bei Neptun und Blau, naja. Naja, zumindest, ja, wenn die HD nicht aktiviert haben. Wenn HD ja noch mit dazu zählt, dann hat Blau die Arschkarte. Üff. Riesen Üff. Ganz ehrlich, Lisa sieht nicht allzu schlecht aus. Klar, sie ist flach wie ein Brett, aber ist doch nicht allzu wichtig. Der Charakter ist wichtiger. Did you just assume her gender? Man kennt diese Leute. Aber ja, da kann sich auch Blau jetzt gut fühlen, ne? Sie ist nicht mal die flacheste. Konkav. Uff. Uff. Müsste eigentlich normalerweise ja konvex sein. Und hier konkav. Autsch. Autsch. Ja, läuft. Läuft auf jeden Fall. Mal sehen, haben wir sonst noch was? Ich glaube, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr auf der Station, ne? Yep. Na, was sagen denn die Lily Ranks? Neptune 3, okay. Alles sind mindestens 3. Nicht schlecht. Aber 5PV, wie gesagt, die müsste erstmal, wie gesagt, erstmal ja, auf 4 bleiben. Da würde ich sagen, auf jeden Fall sich jetzt halt abspeichern für den Fall der Fälle.
Und ansonsten, ja, ich glaube, wir haben ja noch Leanbox hier vor uns. Und Plantoon ist, glaube ich, auch noch ein Event, so wie ich das sehe. Ja. Aus irgendeinem Grund kommt da nichts. Hm. Naja, halb so wild. Wenn wir mitleben können. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt dann noch hier Affection bekommen. Ich befürchte ja, aber ja, mal schauen. Netpick. Muss ich an die Vocaloids denken. Okay. Bitte nicht fünf. Nein! Nein! Gut, dass wir vorher abgespeichert haben. Okay, das dürfen wir also nicht machen. Nope. Okay, aber gut zu wissen, dass wir wirklich so kurz davor sind, schon das Human Ending zu machen. Ja krass, so schnell. Also ja, dann wird es erstmal so gelassen. Mit diesem Stand. Fast alle Creators sind auf 5. Wie gesagt, 5 PB. Die müssen wir erstmal so lassen. Und ja, ich glaube, sonst müssten wir es auch alle Events gemacht haben. Ja, sheesh. Da kommt im nächsten Part schon das erste Ending. Krass. Krass. Läuft. Läuft echt. Aber da würde ich sagen, ich bin gerade mal überlegen, ob ich vielleicht euch da schon die DLC-Dungeons zeigen soll. Ich glaube, unser Level ist noch dafür zu niedrig, ne? Ja, ich glaube schon, da braucht man, glaube ich, mindestens 60 oder 70. Okay, wisst ihr was, dann warten wir vielleicht doch erstmal lieber damit. Aber ja, so wie es jetzt ist, also wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den Part beenden. Da geht lang genug auch schon für mich. Uraufnahme fast 1,5 Stunden. Läuft. Und ansonsten, ja. Da machen wir erstmal auf jeden Fall das da. Und dann, ja, wird wahrscheinlich im übernächsten Part dann auch schon, ja, auch schon das Human Ending und Co. kommen, also. Ab dem nächsten Part wird es eine Riesenwelle an Endings geben. Das wird auf jeden Fall ja ziemlich lustig. Seid dann auf jeden Fall ja gespannt darauf. Wir sind dem Ende ziemlich nahe. Yep, so nah sind wir, dass man zweimal ziemlich sagen muss. Genau. Aber ja, auf jeden Fall. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und falls ihr es einer der ersten Tausenden wollt, wenn ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram, Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!